Der Landtag hat mit seiner absoluten CSU-Mehrheit nun für das neue Polizeiaufgabengesetz gestimmt. Die Proteste im Vorfeld waren heftig, doch das Thema ist jetzt fürs Erste durch und es muss sich zeigen, ob das Gesetz wirklich so schlecht ist, wie von den Kritikern befürchtet. Und viele Kritiker, allen voran die Oppositionsparteien im Landtag, müssen sich fragen lassen, worum es ihnen eigentlich gegangen ist. Um die Sache oder schon um den Wahlkampf? Denn viele Details des Gesetzes waren längst bekannt und gerade dieser umstrittene Begriff der drohenden Gefahr schon im alten Gesetz enthalten. Dennoch wäre die CSU gut beraten gewesen, mit diesem Vorhaben etwas transparenter umzugehen. Und es zeigt sich, trotz absoluter Mehrheit wäre es sinnvoll, gerade derart strittige Gesetze genauer zu erklären. Der Verweis von Innenminister Joachim Herrmann darauf, die Kritiker seien in ihrer Verblendung nur einer Lügenkampagne aufgesessen, der trägt nicht. Schaden wird das Ganze der CSU aber vermutlich nicht, denn wer gegen dieses Gesetz auf die Straße gegangen ist, der dürfte ohnehin keine allzu enge Bindung an die bayerische Regierungspartei empfinden. Befürworter und Kritiker wären aber gut beraten gewesen, mit diesem Thema schon aus Rücksichtnahme auf die Polizei sensibler umzugehen.